Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich bin der Marcel Clementi und es freut mich voll, dass wir heute gemeinsam Yoga machen. Heute ein Slow Flow, also eine langsame Einheit mit Fokus auf Stretching, auf Dehnen, auf Entspannung. Also es eignet sich auch heute wieder für Beginner. Also auch wenn du noch nicht oft Yoga gemacht hast, dann bist du hier genau richtig. Bevor wir mit dieser Einheit starten, wäre es eine riesengroße Unterstützung, wenn du den Like-Button drücken könntest und bitte, bitte auch den Kanal abonnierst, vielleicht sogar deinen Freunden davon erzählst. Das hilft mir, dass dieser Channel weiterhin wächst und dass dieses Projekt hier online weitergehen kann. Ich versuche wirklich 2 bis sogar 3 Videos pro Woche raufzuladen, damit für jeden was dabei ist, damit die Abwechslung bieten kann und damit jeder die Möglichkeit hat, Yoga zu praktizieren, was Gutes für den Körper zu tun und sich besser zu fühlen danach. Falls du Lust hast, mich persönlich kennenzulernen, gibt es die Möglichkeit, Live-Yoga mit mir zu machen. Also du findest den Link unter diesem Video auf Patreon. Da kannst du mich einerseits unterstützen und andererseits findest du da On-Demand-Videos, Handstand-Training, Yin-Yoga-Workshops und eben Live-Sessions, wo ich auch auf deine Fragen eingehen kann. Oder du schaust mal bei einem Retreat von mir dabei, beim Teacher-Training oder Workshop. Da hat mich voll gefreut, wenn wir uns mal persönlich treffen. Heute machen wir es noch online hier auf YouTube. Also vielen, vielen Dank dafür. Wann immer du bereit bist, schnapp die Matte und los geht's. Wir starten heute im Toe Squat, das heißt, wir stellen die Zehen auf in dieser knienden Position. Ist vielleicht nicht ganz so angenehm, aber ist super für deine Plantarfaszie unten am Fuß. Die verklebt gern, wenn man viel High Heels anhat, wenn man viel Radl fährt, laufen geht oder viel einfach generell in Bewegung ist oder zu viel sitzt. Also da was Feines für die Füße einfach draufsetzen. Sollte das in die Knie unangenehm sein, dann kannst du jederzeit die Matte rollen, dann ist das ein bisschen angenehmer oder du legst eine Decke drunter. Und sollte dir der Druck zu viel werden in den Füßen, kannst du natürlich jederzeit in den Fersensitz wechseln oder in jede andere Sitzposition. Auch heute nehmen wir uns wieder 5 tiefe Atemzüge Zeit, um auf der Yogamatte anzukommen. Also leg die Hände gerne auf den Oberschenkeln ab, roll die Schultern mal hoch nach hinten, mit der Ausatmung lass sie fallen. Und dann nimm 5 Atemzüge durch die Nase einatmen und durch die Nase oder durch den Mund ausatmen. Versuch im Moment anzukommen, ohne Zukünftiges zu planen, ohne an Vergangenes zu denken. Die ganze Achtsamkeit geht auf den Moment, auf die Atmung, auf deinen Körper. Dann nochmal tief durch die Nase ein. Und gerne mal kraftvoll durch den Mund aus. Sehr gut. Die Augen öffnen, die Hände auf die Matte, die Füße kurz ausklopfen. Bitte nicht wundern, wenn ihr mich auf der Faust abstützt. Ihr habt leider jetzt schon seit Wochen Schmerzen am Handgelenk. Du kannst natürlich immer die Hände ganz normal auf der Matte platzieren. Wir gehen gleich in diese Position, in diesen Vierfüßler. Die Arme schulterbreit, die Beine hüftbreit und machen da Katze-Kuh. Einatmen, Becken kippen für das Hohlkreuz, die Brust heben und der Blick geht nach oben. Ausatmen, Kinn zur Brust, runder Rücken und streck die Arme durch. Also mit der Einatmung wieder dieses Hohlkreuz und dann zieh die Brust wirklich weit nach oben. Und mit der Ausatmung so rund wie möglich in deinem Katzenbuckel. Wieder einatmen. Wir versuchen, den Atem und die Bewegung zu synchronisieren. Beim Ausatmen wieder runder Rücken. Das machen wir noch 2-mal. Einatmen. Ausatmen. Und ein letztes Mal.
Also super Übung für die Wirbelsäule, vom Hohlkreuz in den Katzenbuckel wechseln. Jetzt gehen die Knie links und rechts zu den Seiten deiner Matte. Gern die großen Zehen hinten berühren und dann auch hier wieder das Becken kippen, sodass der Hintern rausgeht, wieder ein leichtes Hohlkreuz bekommen und dann wander mit den Händen mal so weit, wie es geht, nach vorne. So weit nach vorne, die Handflächen fest in die Matte drücken, sodass vielleicht sogar die Unterarme in der Luft sind, der Arm ganz durchgestreckt und dann spüren wir das da im Brustbereich, im Pectoralis, im Brustmuskel und gleichzeitig in der Hüfte. Wenn du nichts in der Hüfte spürst, dann schieb noch mehr nach hinten oder öffne die Knie ein bisschen weiter auseinander. Nicht auf den Fersen drauf sitzen, der Hintern ist in der Luft. Dann noch halten für 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Dann legen wir uns langsam auf den Bauch und dann platzieren mal die Unterarme schulterbreit voneinander entfernt. Hinten die Zehen ganz normal ablegen, ganz entspannt. Da schulterbreit und dann hebt die Brust. Das ist die Swings Pose. Super Übung für den unteren Rücken, wo wir leider doch oft Verspannungen haben vom Sitzen, vom Arbeiten. Und wir versuchen da in meinen Yogastunden immer die 4 Bewegungen der Wirbelsäule einzubauen. Das wäre jetzt eben eine Rückbeuge. Dann gibt es noch die Vorbeuge. Es gibt eine Drehung nach links und rechts und den Side Stretch. Das alles werden wir heute machen, um uns danach wohl zu fühlen. Mit der Einatmung hebt die Brust noch ein bisschen weiter nach oben. Mit der Ausatmung langsam wieder Richtung Matte. Die Hände seitlich neben die Brust und dann drückt die nach hinten. Fast so wie vorher, nur diesmal die Knie zusammen. Wir sitzen auf den Fersen und die Arme gehen weit nach vorne in die Child's Pose. Von da wander jetzt mal mit den Händen so weit wie es geht auf die linke Seite. Die rechte geht auf die linke Hand und die Arme sind komplett durchgestreckt. Dann spüren wir das schön da seitlich im Oberkörper, im Latissimus. Und das wäre eben so ein Side-Stretch, den wir jetzt gerade machen für die Wirbelsäule. Versuch auch hier wieder tief zu atmen. Bis in den Bauch. Mit der Ausatmung entspann dein Gesicht, Kiefer, Stirn, lass alles locker. Noch ein Atemzug. Sehr gut. Langsam wieder zur Mitte mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung dasselbe auf die andere Seite. Linke auf die rechte Hand, Arme durchgestreckt. Und da wirklich so weit wie es geht nach rechts. Die Arme durchstrecken, tief atmen. Noch ein Atemzug. Und dann langsam wieder zur Mitte. Die Arme schulterbreit, stell die Zehen auf und schieb nach hinten hoch in einen ersten herabschauenden Hund. Gerne ein bisschen Bewegung in den Beinen, abwechselnd eine Ferse und dann die andere in die Matte drücken, um die Hamstrings ganz sanft vorzubereiten, ganz sanft zu dehnen. Wichtig ist, dass die Arme durchgestreckt bleiben, gerne der Blick nach hinten für einen langen Nacken. Sehr gut. Mit der nächsten Einatmung geht jetzt der rechte Fuß nach vorne zur rechten Hand. Sollte das jetzt beim ersten Mal nicht klappen, überhaupt kein Problem. Schnapp den Fuß und stell ihn nach vorne und leg das linke Knie auf der Matte auf. Sollte das im Knie unangenehm sein, kannst du jederzeit die Matte einrollen. Aber wir bleiben jetzt nicht in dieser Position, sondern wir platzieren beide Hände auf der Innenseite vom rechten Fuß. Wenn du da jetzt nicht genug Platz hast vorne, dann kannst du auch den rechten Fuß ein bisschen weiter zur Seite stellen. Beide Hände sind auf der Matte, Zehen vom linken Fuß aufgestellt und dann heb mal das linke Knie in die Luft. Fest die Ferse nach hinten schieben, das rechte Knie bleibt aber vorne. Vielleicht ist es sehr intensiv, dann kannst du das Knie jederzeit ablegen. Oder vielleicht willst du ein bisschen mehr spüren, dann bring die Unterarme auf die Matte, in den Lizard, in die Eidechse. Könntest du jetzt sogar den rechten Fuß ein bisschen auf die Außenkante stellen, damit das Knie zur Seite geht, dann ist es noch intensiver in den Adduktoren.
wenn du da denkst, puh, das ist schon intensiv genug, Marcel, Ohr vom Gas, dann einfach das Knie ablegen, so dass du da was in den Adduktoren spüren kannst. Gut, da halten wir jetzt noch ein bisschen. Beim Dehnen, das hilft nicht, wenn man das nur kurz macht und wenn man das nur einmal macht, sondern man muss das länger halten und regelmäßig machen. Also schau auf jeden Fall, dass du Yoga regelmäßig in deine Routine einbaust. Jeden Tag wäre natürlich perfekt, aber auch 3-4 Mal die Woche kurz wäre super. Da noch kurz halten. Nochmal tief einatmen. Kraftvoll aus. Sehr gut. Dann können wir das Knie ablegen hinten, die Hände gehen auf die Matte. Und jetzt, was richtig cool ist, wir versuchen mit dem linken Bein da durchzusteigen. Wie so ein Pistol Squat. Also ich gehe ein bisschen nach hinten, dass ich noch auf der Matte bin. Und zwar, Knie geht in die Luft vom linken Bein und dann einfach da durchsteigen und absetzen. Auch da, wenn es beim ersten Mal jetzt nicht so gelingt, nicht so geschmeidig ausschaut, überhaupt kein Problem. Hauptsache, das linke Bein ist vorne und die rechte Ferse ist bei dir. Rechtes Knie geht zur Seite und die Hüfte schaut vor. Mit der Einatmung gehen die Arme hoch und mit der Ausatmung versuche jetzt den linken Fuß zu greifen. Sollte sich das nicht ausgehen, kannst du einen Yoga-Gurt verwenden oder T-Shirt oder einfach die Hände am Oberschenkel platzieren. Und dann mit einem geraden Rücken nach vorne. Es bringt nichts, wenn der Rücken ganz rund wird und die Arme gehen vor und das Kinn ist bei der Brust, sondern mit einem geraden Rücken vor. Das Ziel ist nicht, die Zehen zu berühren. Das Ziel ist, dass wir da die nächste Bewegung machen, und zwar die Vorbeuge. Greif, was auch immer sich ausgeht, mit jedem Mal einatmen, finde Länge und mit der Ausatmung geh tiefer in die Position. Lass die Schultern entspannt. Vielleicht sogar den linken Oberschenkel ein bisschen anspannen. Das verstärkt die Dehnung. Das nennt man reziproke Hemmung. Aber musst du nicht merken, keine Angst. Wirf gern mit ein paar Fachbegriffen herum, damit es professionell wirkt. Spaß. Letzter Atemzug. Mit der Einatmung gerade Rücken, mit der Ausatmung langsam wieder die Position verlassen. Ich sehe da oft in meinen Yogastunden auch diese Variante, dass die Arme hochgehen, ist auch voll okay. Wichtig ist, dass wir uns nicht nach oben rollen, sondern wirklich zuerst den Rücken gerade stellen und dann mit oder ohne Arme in der Luft, ist ganz egal. Freitag bis Sonntag gehen die Arme hoch, weil da ist Wochenende, hoch die Hände, Wochenende. Gut, als nächstes machen wir Drehung. Dann haben wir alle 4 Bewegungen in der Wirbelsäule eingebaut. Die rechte Hand geht hinter den Rücken, die linke Hand aufs rechte Knie. Mit der Einatmung finde Länge und mit der Ausatmung beginn zu drehen. Bauch, Brust, Schultern, Blick über die Schulter. Mit jedem Mal einatmen finde mehr Länge und mit jedem Mal ausatmen drehe ein bisschen weiter. Und nicht wieder verlassen und hineindrehen, sondern so weit wie es geht drehen, halten, weiter drehen. Immer mit der Ausatmung die Asana, die Position vertiefen. Letztes Mal einatmen, ausatmen, weiter drehen. Sehr gut. Einatmen, Blick nach vorne, ausatmen, Oberkörper drehen. Und von dieser Position finde jetzt deinen Stütz, also Liegestütz, Ausgangsposition. Das kann jetzt normal nach hinten steigen sein. Du kannst versuchen, die Beine überkreuzen und nach vorne zu rollen und nach hinten steigen. Wenn du das schon öfter gemacht hast, kannst du ja versuchen, nach hinten zu springen, dich zu fangen und hochzudrücken. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall treffen wir uns in der Liegestütz-Ausgangsposition. Mit der Einatmung verlagere das Gewicht nach vorne, leg gern die Knie auf der Matte ab, zur Hilfe, die Ellbogen bleiben bei dir und dann leg die ganz langsam auf den Bauch. Die Ellbogen bleiben bei dir, die gehen nicht zur Seite und wirklich ganz langsam nach unten, damit die ganze Kraft in die Arme, in den Trizeps geht und dann liegen wir am Bauch. Da jetzt kurz eine Kräftigung, das kann auch nie schaden, die Muskeln zu aktivieren und zu kräftigen. Ein starker Rücken ist auch ein gesunder Rücken. Die Zehen auf die Matte auflegen, fest nach unten drücken, sodass sich die Oberschenkel anspannen. Mit Einatmung hebt die Brust und die Arme gern so 90 Grad im Kaktus. Der Blick nach unten für einen langen Nacken.
Und dann so weit, wie es geht, nach oben mit der Brust. Halten für 5, 4, 3, 2 und 1. Langsam wieder ablegen, die Hände seitlich neben die Brust. Drück dich nach hinten, die Arme bleiben vorne. Wieder diese Child's Pose. Da die Arme komplett durchstrecken. Und dann stell die Zehen auf und schieb nach hinten hoch in den herabschauenden Hund. Arme schulterbreit, Beine hüftbreit. Und versuch die Fersen in die Matte zu drücken. Da hat mir jetzt mal jemand einen Kommentar geschrieben: Hey Marcel, du sagst immer, drück die Fersen in die Matte, aber deine Fersen sind ja in der Luft. Das liegt daran, dass ich lang Fußball gespielt habe. Und nur mit viel Biss schaffe ich es, die Fersen nach unten zu drücken. Aber man muss es nicht übertreiben beim Yoga. Also wenn du Schwierigkeiten hast, lass einfach die Knie gebeugt. Wichtiger ist uns die Länge im Rücken. Und mit der Zeit kannst du dann versuchen, die Fersen nach unten zu drücken. Gut, Füße zusammen. Mit der nächsten Einatmung geht der linke Fuß nach vorne. Entweder Richtung linke Hand oder vielleicht zum Mattenrand, je nachdem wie viel Platz deine Hüfte benötigt. Beide Hände sind dann in der Höhe vom linken Fuß. Möglichkeit, das rechte Knie abzulegen oder in der Luft zu halten und vielleicht sogar die Unterarme auf die Matte zu bringen. Schau, dass das Knie da bitte nicht über die Zehen drüber geht, also es soll nicht so ausschauen. Dann den Fuß einfach weiter nach vorne stellen. Jederzeit die Möglichkeit, das hintere Knie abzulegen. Sollte das Bein in der Luft sein, dann schieb die Ferse nach hinten, die rechte. Linken Fuß ein bisschen auf die Außenkante stellen. Und dann tief atmen. Halten nach für 5, 4, 3, 2, 1. Langsam die Hände wieder auf die Matte und dann der rechte Fuß da durchsteigen wie ein Pistol Squat. Und dann geht das rechte Bein vor. Sehr gut. Linken Fuß nah zu dir, zum Zentrum. Das Knie schaut zur Seite. Schau, dass die Hüfte nach vorne schaut und das rechte Bein gerade nach vorne geht. Rechter Fuß geflext. Einatmen, Arme hoch. Mit der Ausatmung der Griff nach vorne. Wieder die Option, ein Handtuch, ein T-Shirt zu verwenden. Schau wirklich, dass der Rücken gerade bleibt. Mit der Ausatmung beug nach vorne. Durch das Anspannen vom rechten Fuß, also wenn du da die Zehen fest zu dir anspannst, dann dehnst zusätzlich die Wadenmuskulatur, den Gastrocnemius und den Soleus. Die Schultern ganz locker. Und vielleicht kannst du mit jedem Mal ausatmen ein bisschen weiter nach unten ziehen, ohne dass der Rücken zu rund wird. Tiefe Atemzüge, ganz im Moment bleiben und alles rundherum mal ausblenden. Dann nochmal so tief wie möglich einatmen, vollständig aus. Einatmen, gerader Rücken und ausatmen, die Position langsam wieder verlassen. Sehr gut. Jetzt machen wir auch da wieder die Drehung. Linke Hand nach hinten, rechte Hand auf den linken Oberschenkel. Einatmen, finde Länge. Und mit der Ausatmung dreh Bauch, Brust, Schultern, Blick über die Schulter. Einatmen, mehr Länge. Ausatmen, weiter drehen. Zieh die linke Schulter da wirklich weg von dir. Rechter Fuß bleibt aktiv, der bleibt angespannt. Letzter Atemzug. Einatmen, Blick vor, ausatmen, Oberkörper drehen. Sehr gut. Auch da haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, in den Stütz zu gehen. Also vielleicht nochmal dieser Schwung nach vorne, vielleicht ganz sanft nach hinten steigen, ganz egal.
Liegestütz, Ausgangsposition, ein letztes Vinyasa, das Gewicht nach vorne verlagern, vielleicht auch ohne Hilfe deiner Knie auf den Bauch legen, aber Achtung, nicht zuerst die Hüfte ablegen, zuerst den Brustkorb auf die Matte, damit wir da nicht den unteren Rücken belasten, also es soll bitte nicht so ausschauen, sondern wirklich mit einem geraden Rücken nach unten, Hände seitlich, Ellbogen zu dir, einatmen, kleine Kobra. Ausatmen nach unten, drück dich nach hinten, die Arme vorne in der Child's Pose. Und von da setz dich langsam auf den Fersen ab. Wir beenden die Stunde so, wie wir sie begonnen haben, mit 5 Atemzügen. Musst jetzt nicht wieder die Zehen aufstellen, kannst du im Fersensitz bleiben. Die Schulter nochmal hoch nach hinten. Mit der Ausatmung lass sie fallen. Die Augen noch kurz geschlossen. Und dann spür, wie sich die Wirbelsäule anfühlt nach den 4 Bewegungen. Wie ist die Stimmung nach der tiefen Atmung? Und dann bedank dich nochmal bei dir selber, dass du dir die Zeit genommen hast, um auf deine Gesundheit zu schauen. Habe vor kurzem ein schönes Sprichwort gelesen, dass man sich selber als oberste Priorität legen soll oder sich selber als oberste Priorität setzen soll, weil jemand anders wird es nicht tun. Öffne langsam die Augen. Also, damit will ich sagen, schau auf dich, schau auf deine Gesundheit. Es ist wirklich das Wichtigste, dass man selber gesund ist, auch wenn es natürlich schön ist, für andere da zu sein und andere unterstützen zu können. Wenn man selber leer ist und selber nicht fit ist, dann kann man auch nichts geben. Deswegen, Gesundheit sollte oberste Priorität sein. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir Yoga zu machen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du Freude dran gehabt hast, dann bitte like dieses Video und unbedingt diesen Kanal abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Erzähl deinen Freunden davon, von der Chance, mit mir kostenlos Yoga zu machen. Und wenn du Lust hast, mit mir Live-Yoga zu machen, mir Fragen zu stellen, mich kennenzulernen, dann schau gerne mal auf Patreon vorbei. Das ist eine Möglichkeit, wie du mich unterstützen kannst, um die Kosten zu decken vom Raum, von der Fahrt. Klingt immer wie Universum, Raum und Zeit. Aber um mich zu unterstützen, schau es dir gerne an. Du findest Online-Workshops, Rezepte und vieles, vieles mehr. Würde mich freuen, wenn wir uns mal beim Yoga-Retreat kennenlernen. Für nächstes Jahr habe ich schon ein paar coole Sachen geplant. Schreib mir gerne, woher du kommst. Dann plane ich ein paar Workshops in deiner Gegend. Und ansonsten sehen wir uns wieder hier auf der Yogamatte. Bis dahin, alles Liebe, pass auf dich auf und Namaste. Yeah.